Hey, schön, dass du da bist. Ich habe heute mal wieder die Frau mit der sanften Stimme mit dabei, nämlich die Marie. Herzlich willkommen. Willkommen zurück. Danke. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Einer der häufigsten Kommentare unter unserem letzten Video war nämlich, oh, diese Frau hat so eine sanfte, schöne Stimme und ich höre ihr so gern zu. Deswegen dachte ich mir, laden wir sie doch glatt nochmal ein. Und wir haben heute ein cooles Thema für euch. Und zwar habe ich gemerkt, dass ihr besonders auf die Videos steht, wo es darum geht, Persönlichkeiten zu bestimmten Düften zu erfinden. Sei es das Sternzeichen-Video, was wahnsinnig gut ankam, oder auch dieses Office-Düfte-Video, was ich letztens gemacht habe. Und dementsprechend dachte ich, machen wir heute was Ähnliches. Ich nenne das Format Wer bin ich? Oder Sag mir, was du trägst und ich sag dir, wer du bist. Das heißt, jede von uns wird der anderen 5 Düfte zu riechen geben, die sie noch nicht kennt. Und diejenige muss sich dann eine Persönlichkeit dazu überlegen. Wer würde diesen Duft tragen? Ja, wie sieht diese Person aus? Wie alt ist sie? Was macht sie? Wie schaut sie aus? Was ist ihre Persönlichkeit? Und ich werde der Marie 5 Flakons aus meiner Sammlung zu riechen geben. Und es sind übrigens Düfte, die nicht nur sie nicht kennt, sondern die ich euch auch noch nie auf meinem Kanal gezeigt habe. Das heißt, da sollte hoffentlich auch noch ein bisschen Neuigkeitswert mit dabei sein. Und die Marie habe ich in meiner blauen Box wühlen lassen mit den Abfüllungen, die ich noch testen muss. Das heißt, sie sucht sich daraus 5 Düfte aus und dann sind es eben auch Düfte, die ich noch nicht kenne. Allerdings müssen wir dazu sagen, wir riechen ja nur die Kopfnoten dieser Düfte. Das heißt, dadurch, dass wir sie zum ersten Mal riechen und auch wirklich nur die ersten paar Minuten, ist es jetzt kein, würde ich sagen, kein fundierter Review, den wir da machen. Das ist einfach nur eine Einschätzung auf Basis des ersten Eindrucks. Das heißt, selbst wenn euch jetzt eine Beschreibung total zusagt oder eben auch überhaupt nicht zusagt, es sagt nicht unbedingt was aus. Ja? Das ist einfach nur, sagen wir mal, so ein erster Schuss, wie wir den Duft empfinden. Falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni, das ist die Marie und auf diesem Kanal geht es nur um Parfum. Und falls dir das Thema auch interessiert, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Okay, wir starten mit dem ersten Duft. Das ist der Iris Malikan von Maison Crivelli. Und jetzt schauen wir mal, was die Marie zu dem sagt. Bitte schön. Danke sehr. Okay, es ist ein bisschen penetranter Duft, finde ich. Das ist so das Erste, was mir in den Kopf kommt. Schon durchaus ohne Wertung. ein bisschen ein paar süßliche Noten, finde ich, rieche ich durch. Ist ein Duft für eine selbstbewusste Frau, definitiv. Ich sehe, was kommt in meinen Kopf. Braucht sie Selbstbewusstsein, weil er so schlimm ist, dass sie den trägt? Oder? Auch eine Art und Weise, es zu beschreiben. Nein, ich finde, wenn man den im Büro trägt, braucht man schon ein gutes Selbstbewusstsein, mhm, um zu sagen, hey, ich hinterlasse hier meine Duftnote. Mhm. Deswegen eine selbstbewusste Frau. Ich sehe Cleo. Cleo ist Mitte 40, arbeitet in einer Anwaltskanzlei, mhm, in einer großen Stadt in Paris. Es ist ein französischer Duft. Ja gut, das wären wahrscheinlich noch viele französische Düfte. Dann wären wir sehr viele Franzosen hier. Werden sehr viele Französinnen in meinem Kopf entstehen. Also es ist Cleo, sie arbeitet in einer Anwaltskanzlei in Paris. Und sie hat sich verabredet für ein Date mit ihren Freundinnen in einem schicken Pariser Restaurant. Mhm. Normalerweise tagsüber würde Cleo, obwohl sie selbstbewusst ist, einen etwas dezenteren Duft tragen. Aber am Abend hat sie sich für diesen, ich habe den Namen vergessen, Iris Malikan entschieden, den sie mit einem schwarzen Sarong aus Seide kombiniert. Mhm. Silbernen Stilettos. Sehr viel Schmuck. Mhm. Und dazu diesen Duft. Okay, cool. Ja, kann ich mir was drunter vorstellen. Das ist der Iris Malikan, das ist ja dieser Iris-Duft und der ist tatsächlich ein bisschen streng. Also das ist eine sehr, würde ich sagen, schon trockene Iris. Sie ist schon so Boss-Bitch-mäßig. Mhm. Ne? Und ich finde, was den besonders macht, ist, dass der noch so eine weiße Schokoladenote ganz dezent drunter liegen hat. Mhm. Das macht das Süße, mhm, und das macht ihn dann wieder ein bisschen zugänglicher. Das, mhm, macht ihn dann nicht ganz so abgehoben. Aber ich fand deine Beschreibung echt super passend. Okay, nächster. Also du bekommst von mir Maison Lancôme Rose Pionia. Rose Pionia. Also Pfingstrose. Genau. Mhm. Also,
Das ist ein leichter, relativ transparenter, sehr angenehmer Pfingstrosenduft, würde ich sagen, mit einer guten Synthetik drunter. Also guten Synthetik im Sinne von eine gute Portion Synthetik drunter. Macht für mich eher einen jungen Eindruck. Also ich sage mal, das ist die Helena. Die Helena ist 22. Die Helena studiert. Und zwar, was studiert sie? Was studiert sie? Irgendwie, wenn man sich versucht, sowas zu überlegen, dann hat man genau drei Studienrichtungen in seinem Kopf zur Auswahl. Ich weiß, dass es viel mehr gibt, aber... Das würde mich jetzt schon interessieren, welche drei Studienrichtungen es in deinem Kopf gibt. Ja, ich habe jetzt gedacht an Jura, BWL und Pädagogik. Das sind so die drei Sachen, die in meinem Kopf kommen. Aber die passen alle nicht so richtig. Ich würde schon sagen, dass es nicht sowas ist, nicht sowas Wirtschaftliches ist und auch nicht Jura, sondern schon irgendwie was Verspielteres. Was kann man denn noch so studieren? Was kann man noch so studieren? Hilf mir mal. Vielleicht sowas in Richtung Mediendesign, ja, oder ja. Journalismus. Nee. Aber ja, vielleicht studiert sie Mediendesign. Das ist auf alle Fälle eine, die hat diesen Duft und die hat nur diesen Duft daheim. Die trägt den jeden Tag und das ist auch der, den sie anzieht, tags, nachts zum Date. Und die Helena ist eine Süße. Ist eine hübsche, nicht bombastisch hübsch, aber schon hübsch, so dass die Jungs auch mal ein bisschen schauen. Die Helena, die liebt diesen Duft, weil der erinnert sie immer an den Frühling. Der macht ihr immer gute Laune und so ist auch eigentlich die Persönlichkeit von der Helena. Das ist so eine ganz noch unbeschwerte, noch nicht vom Leben gezeichnete junge Studentin, die einen großen Freundeskreis hat, die gerne feiern geht. Der Duft, der hat für mich so eine ganz dezente Haarspray-Note. Deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass die Helena auch gerne mal zum Friseur geht. Ich sehe sie allerdings schon mit blonden, längeren Haaren. Ich auch. Als du angefangen hast, sie zu beschreiben, habe ich sie mir auch blond, vielleicht so ein bisschen mit Locken vorgestellt, blaue Augen. Ja, ja. Was ja. Hast du gesagt? Sie ist so eine Süße. Ja, so eine Süße, genau. Der nächste Duft ist ein Gutal und zwar... Ach, der nächste Duft ist ein Gutal und zwar heißt er Ombre Fétiche und er hat ein Cap, das relativ schwer abgeht. Liebe Marie, was denkst du? Okay, denke ich jetzt an eine Fetischparty? Sollten wir den Namen überhaupt dazu sagen? Nee. Oh, das ist ein sehr komplexer Duft, wie ich finde. Der hat so ein bisschen eine orientalische Note, kommt zu mir zumindest in meinem Laienkopf raus. Heißt, wer würde diesen Duft tragen? Ich denke an die Angelika. Angelika ist 55. Sind sie draußen? Ich weiß nicht. Mein Mann packt gerade das Baby ein zum Spazierengehen und die machen komische Geräusche. Okay, zurück zu Angelika. Nein, doch noch nicht. Noch nicht, nein. Warten noch kurz. Angelika muss noch kurz Pause machen. Das mag sie gar nicht gerne. Angelika ist eigentlich schon... Sie weiß, was sie will und sie bringt das auch zum Ausdruck. Mhm. Und Angelika würde sich jetzt gerne zeigen. Ich mag den. Ich mag ihn auch gern. Ich finde, der ist auch, hat auch ein bisschen was Frisches. Er ist nicht nur ein reiner Amberduft, sondern der hat auch noch so ein bisschen eine frische Komponente. Deswegen zart und tough zugleich. So ist es, wenn man Kinder hat. Man darf man nicht immer filmen. Also, Angelika lebt alleine in einer Altbauwohnung, hat eine große Vorliebe für spirituelle Dinge, sitzt gerne auch einfach in ihrem Wohnzimmer, was sehr in Dunkelrottönen eingerichtet ist. Auch ein bisschen Goldaccessoires. Hat sie Katzen? Sie hat definitiv eine Perserkatze und Angelika sitzt gerne einfach auch in ihrem Wohnzimmer mit einem guten Glas Rotwein und trägt dann auch diesen Duft. Also sie trägt den nicht nur zum Ausgehen, sondern auch einfach für sich, weil sie sich dann stark fühlt und begehrenswert. Genau, das ist Angelika. Gut. Kannst du sie dir vorstellen? Kann sie mir vorstellen. Ich habe sie noch nicht beschrieben, wie sie ausschaut, gell? Ja, wie schaut sie aus? Angelika hat rotes Haar, rote Locken. Oh, eine Hexe. Auf die sie sehr stolz ist, die sie auch sehr pflegt.
Ansonsten ist Angelika eher ein bisschen natürlich, nicht so stark geschminkt. Die roten Haare, die roten Locken sind definitiv ihr Markenzeichen. Okay. Und ihr Stolz. Finde ich interessant, weil ich hätte diesen Duft jetzt als leicht maskulin auch empfunden. Aber ich kann mir das schon vorstellen, in so einer starken Frau im besten Alter, oder? Muss man ja sagen, weil wenn wir sagen... Alter ist das beste Alter. Ja, alles ist das beste Alter und es gibt kein Alt und Jung, es gibt nur älter und jünger als. Okay. Geht ja nicht? Doch, jetzt kommt was. Okay. Und zwar darf die Leni sich eine Persönlichkeit ausdenken zu Jungle Jezebel von Miguel Matos. Oh mein Gott. Nee. Falsch. Von Sarah Baker. Was hast du denn gelesen? Das ist der Parfümeur, ja. Okay, nochmal von vorne. Leni darf sich eine Persönlichkeit ausdenken zu Jungle Jezebel von Sarah Baker. Das ist so ein krasser Duft. Oh Gott, ich bin total aufgeschmissen gerade. Das ist ein extremer Duft. Das ist ein Duft der Extreme. Also wohin auch immer meine Beschreibung jetzt tendiert, es muss irgendwas Krasses sein. Also, ist es ein Mann oder eine Frau? Es könnte beides sein. Also was wir haben, ist eine krass stechende Note. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Die ist sehr extrem intensiv. Oh ja. Und es hat schon für mich auch Synthetik, aber ich weiß nicht genau. Wir haben gleichzeitig eine wahnsinnige Fruchtexplosion. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch so... grüne Mango oder sowas? Ja, genau. Oder so Passionsfrucht. Also irgendwas total Fruchtiges zusammen mit dieser Synthetik-Klatsche, nenne ich es jetzt mal. Und schon irgendwie auch was Grünholziges drunter liegen, finde ich. Oh, ich darf nicht so viele Noten jetzt spekulieren, weil nachher blende ich sie euch ein und wenn dann alles falsch ist, dann denkt ihr euch, Leni hat ja gar keine Ahnung. Also das ist ein Mann, aber es ist, das ist für mich der Harald Glöckler. Das ist der Harald Glöckler für mich. Ja, wir dürfen auch Prominente nehmen. Ja, also das ist jetzt halt der mir in den Sinn kommt. Und ich sage ihn euch jetzt, damit ihr euch vorstellen könnt. Also schon ein Mann, homosexuell, macht es einen Unterschied. Und der verwendet ganz viel Bartpflege und Haarspray. Ja, also das klebt auch noch so ein bisschen an ihm. Und egal, welchen Duft er trägt, den kriegt er nie ganz abgewaschen. Er hat immer auch ein bisschen dieses Haargel, Bartpflege, Haarspray, diese Geschichte an sich. Er ist beruflich sehr erfolgreich und er ist sehr, ich würde nicht sagen, er ist mehr als selbstbewusst. Ja? Also er ist sehr determiniert. Er macht keine Gefangenen und ist dementsprechend beruflich auch sehr erfolgreich. Könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein Fashion-Designer ist oder so. Also ich weiß jetzt, wo ich mich auf den Harald Glöckler festgelegt habe, komme ich irgendwie nicht mehr weg von dieser Beschreibung. Ich habe jetzt ihn im Kopf, ja. Ist ein Duft, den ich niemals tragen würde. Der ist mir zu, in Anführungsstrichen, zu plump, ja. Also er ist wahnsinnig mutig, aber ich finde ihn plump. Was sagst du? Ja, der hat irgend so eine Note, die ich fast ein wenig unangenehm finde, ehrlicherweise. Irgendwas Stechendes, gell? Das ist aber, also ich glaube, irgendwas Florales auch rauszuriechen, ich weiß es nicht. Also das könnte es klingt jetzt böse, ja, also egal. Es könnte so eine ranzige Tuberose sein. Also Tuberose oder Rose, irgendwas, aber echt nicht so gut. Mhm. Nicht so schön. In der Gesamtkomposition finde ich nicht so ansprechend. Kein Fan, ja. No. Müsste ich jetzt nicht unbedingt 2 Stunden mit der Person in einem Raum verbringen. Okay, das war meine Beschreibung. Danke. Next. Oh, das wäre doch das ideale Video, wo wir wirklich mal Düfte irgendwo hinwerfen. Diese kleinen Abfüllungen, da passiert doch nichts. Ja, die Abfüllung kannst du ruhig wegwerfen. Ein Plastikflakon. Okay. Wir haben hier... Ich rieche Haarspray. Brazilian Crush... Kairosa 62, den kennt ihr bestimmt, von Sol de Janeiro. Ja.
Ich wollte sagen, das Erste, was ich gerochen habe, ist irgendwie Sonnencreme, Sommerstrand, noch bevor ich irgendwie Sol de Janeiro gehört habe. Die machen Sonnencremes, oder? Ich kenne Sol de Janeiro nur von den Sonnencremes. Kann sein. Das ist auf jeden Fall ein Sommerduft, der hat irgendwas, was hast du vorgelesen? Brazilian Crush. Ich lese es nicht vor, was da drauf steht, weil stehen auch die Noten mit drauf. Ja, weil ich glaube, der hat schon auch irgendwas ein bisschen Gourmandiges drin. Mhm. Ich weiß nicht, woher es kommt. Es ist keine Vanille, aber irgendwas anderes in die Richtung. Genau. Karamell, genau. Das ist definitiv ein Frauenduft, ganz klar. Ich glaube nicht, dass den ein Mann tragen würde. Nee, der hat auch sowas, der hat auch neben dem ganzen Beachy-Flair auch was Feminines. Ich sehe auf jeden Fall ein Beach Girl. Leider kommt mir jetzt deine Mediengrafik-Studentin in den Kopf, weil mein Beach Girl, was diesen Duft von Sol de Janeiro trägt, ist definitiv auch in den 20ern. Mhm. Ich glaube, sie hat ihr Studium schon hinter sich. Wir nennen sie Nora. Nora ist gelernte, was könnte sie machen? Nora ist Marketing-Lady, hat sich aber sehr schnell nach dem Studium entschieden, selbstständig zu arbeiten als Freelancer und berät Unternehmen beim Markenaufbau und macht das Ganze aus Portugal. Sie arbeitet quasi remote und genießt es, immer nur so am Vormittag zu arbeiten und danach sich auf ihr Surfbrett zu schwingen. Mhm. Nora ist sehr attraktiv. Ist das nicht der Traum? Was ist nicht der Traum? Ist das nicht der Traum, sage ich. Ja. Nora ist sehr attraktiv, braun gebrannt, sportlich. Sie macht viel Sport. Neben dem Surfen geht sie joggen, macht Yoga am Strand. Genau, sie hat viele Verehrer, mag sich aber noch nicht festlegen. Sie ist schon, wie soll ich sagen? Ich wollte sagen, sie ist schon ein kleines Biest. Nein. Ein Partygirl. Ein Partygirl, genau. Ja. Ja. Nora, Sol de Janeiro. Hätte ich nichts, also da würde ich jetzt überhaupt nichts ändern an deiner Beschreibung, außer vielleicht den Namen. Gehen. Ich finde, Nora, ja, Nora passt klingt nicht so viel richtig. Zu konservativ ja, für diese Person. Ja, ja. Nein, ich muss sie umbenennen. Wie könnten wir sie nennen? Was wäre denn da ein guter Name für jemanden, der in Portugal Surfer Girl ist? Ich weiß nicht, ich muss immer an die Cheyenne Blue denken. Ich hatte auch irgendwas mit Sch im Kopf. Wobei es jetzt nicht trashy gemeint ist. Nee. Also eher halt einer von diesen modernen Namen, die halt... ja, also als. Aber irritiert es dich nicht, wenn ein Parfum im Plastikflakon kommt? Total. Und ich war ja auch total. Also, der Duft ist ja wahnsinnig beliebt. Und ich habe mich so gesträubt, jahrelang den zu probieren, weil ich auch echt so den Flakon, wenn man das so bezeichnen kann, echt richtig hässlich fand. Aber das. Der gehört ein bisschen zur Allgemeinbildung als Duftliebhaber. Hm. Den muss man irgendwie schon mal gerochen haben. Und der ist gut, ja. Auch wenn die Verpackung trashy ist. Hm, interessant. Ja, so ist es. Nächste? Ja, gern. Okay, neuer Duft. Ah, ich habe schon wieder Angst. Ja, sorry, ich greife halt echt nur rein, ne? Ich schaue nicht drauf. Ja, ist so gut. Bitte sehr. Leni, stellt euch jetzt eine Person vor, die Dior Diorissima trägt. Hm. Du selber. Ja, also das ist zumindest einer, den ich tragen würde. Auch, das ist so, Diorissima, ah ja. Ich glaube, das ist einer aus der Privé-Kollektion. Und der ist genauso wie alle Diors aus der Privé-Kollektion. Nämlich dezent und total bekömmlich, in Anführungsstrichen. Das ist das Gegenteil von dem Glöckler-Duft gerade. Ich finde, der hat was Süßes. Vielleicht eine Vanille oder so, irgendwas... Leicht Gourmandiges, aber auch was Frisches, Blütiges. Also das ist definitiv auch ein Blütenduft. Ich finde ihn angenehm. Ich kann mir gut vorstellen, dass den jemand trägt. Ja, natürlich kann ich mir vorstellen, dass den jemand trägt, weil ich soll jetzt eine Persona dazu finden. Okay, also, wer trägt den? Das ist auch eine Dame. Und die ist... Ach, die ist auch so Everybody's Darling irgendwie. Also das ist, wie nennen wir sie? Sie braucht einen Namen, wir nennen sie Sandra, okay? Und sie
ist, ich würde mal sagen, gibt es einen netteren Ausdruck für Basic Bitch? Also, weißt du, was ich meine? Also halt eine Person, wo du sagst, okay, ja, das ist so eine, die hat wahrscheinlich so ein Allerweltsgesicht. Aha. Und die ist halt sehr, von allem so ein bisschen der Durchschnitt. Ich glaube, ich muss das nochmal sagen, der Basic Bitch ist, glaube ich, Basic Bitch lenkt einen... Nee, okay. In das andere Richtung, glaube ich. Vergiss das. Und diese Sandra, die ist so von allem irgendwie der Durchschnitt. Also die ist so mittelhübsch, mittelattraktiv, mittelgroß, mittelbraunes Haar hat sie. Und sie ist... Man hat sie gern um sich, aber sie ist jetzt keine schillernde Persönlichkeit. Die ist einfach gechillt, die macht ihren Job, ist allerdings nicht besonders passionierte... was könnte sie sein? Was arbeitet sie denn? Ja, ich überlege gerade. Also sie ist definitiv, sie studiert nicht mehr. Sie arbeitet schon, oder das heißt studiert nicht mehr, oder? Sie ist nicht mehr, sie ist nicht mehr, sie ist kein Teenager. Sie ist nicht mehr ganz jung. Sie arbeitet schon. Nicht mehr ganz jung klingt dann wieder so, sie ist 60. Das ist sie auch nicht. Nein, ich würde sagen, sie ist 32 und sie arbeitet schon ein paar Jahre. Freut sich jetzt auf die Kinderplanung, die bald beginnen soll, weil ihr Job macht ihr nicht mehr so viel Spaß und ich weiß immer noch nicht, was sie arbeitet. Vielleicht was Richtung... Oh, sie ist Eventmanagerin. Mhm. Also die macht definitiv was draußen ist. Ich finde, der hat auch einen schönen Draußencharakter irgendwie. Mhm. Passt auch super in den Frühling und ist einfach angenehm, ohne jetzt irgendwie mich komplett von den Socken zu hauen. Und ich glaube, dieses Eventmanagement-Ding, das wird ja jetzt ein bisschen zu anstrengend. Die will jetzt ein bisschen ruhiger machen. Die will jetzt Familie gründen und freut sich, wenn sie bald ihre 1, 2, 3 Kinderchen und The German Dream lebt, ja? Mit Mann, Kinder, Haus. So, stell ich's mir vor. Mhm. Was denkst du? Ich habe von dem Namen Diorissima gleich irgendwie gedacht, dass etwas der Superlative. Ja. Da ist die Sandra natürlich... Dachte ich erst auch, aber dann dachte ich, habe ich ihn gerochen, dachte ich mir, nee. Ja, das stimmt. Und der hat so eine Note, ich weiß nicht, ob das die grüne Note ist, da stehe ich nicht so drauf, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob es eine grüne Note ist, aber irgendwas rieche ich daraus, was... Ja, er ist okay, gell? Ja. Es ja. ist nicht er irgendwie ist okay. schlecht, aber es ist auch nicht irgendwie top. Also... Er ist jetzt eigentlich auch nicht Privé Collection. Genau, also ist jetzt kein Grignion, sondern Ombre Nuit. Genau, aber ja. Okay. Okay, next. Next. Wir haben jetzt noch keinen Duft so richtig abgefeiert, ne? Nee, aber das ist... Ist ja auch nicht das Ziel. Das finde ich auch realistisch, weil wirklich, also ich sage mal, ihr seht ja auf meinem Kanal meistens die Düfte, von denen ich begeistert bin, aber 9 von 10 Düften, die ich halt probiere, die hauen mich nicht aus den Socken. Und ich habe dann immer nicht so viel Bock, über die zu reden. Ab und zu kommen die dann schon mal in einem Video vor, aber es ist, finde ich, realistisch, ja. So. Gut. Der Name sagt ja endlich mal nichts aus. Er heißt Rosendo Matteo Nummer 6. Den liebe ich sehr. Der ist schön, gell? Ja, der ist sehr schön. Apropos, wir haben noch keinen Duft abgefeiert. Der ist toll. Ich rieche nichts raus, ehrlicherweise gerade initial, aber der hat irgendwie eine ganz tolle Note. Der hat ein bisschen was Frisches, Blumiges drin, aber auch trotzdem irgendwie eine gewisse Tiefe. Ich gebe dir mal ein paar Tipps zu den Noten. Gern. Jasmine, Sandalwood, Oriental Musk. Ja, kein Wunder, dass ich den mag. Bleibt meiner Linie halt dann doch irgendwie treu. Die Marie steht auf Jasmin-Düfte. Und Sandalwood finde ich auch super. Okay, es könnte ein Duft sein, den ein Mann trägt, aber ich glaube, es würde sich eher eine Frau für diesen... Ich sehe eher eine Frau wieder, sorry. Oh, irgendwie bin ich sehr eingefahren in den 20ern und den 50ern unterwegs, in meinen Duftcharakteren. Oh, es ist ein schöner Duft, ich würde den auf jeden Fall tragen. Aber es ist jetzt auch nicht kein Duft, wo einem so sofort irgendeine Inspiration ins... Es ist kein Glöckler-Duft. Nee. Er ist nicht in den Extremen, er ist aber auch nicht langweilig. Also es ist, finde ich, kein Duft, wo man jetzt an eine 0815-Person denkt. Überhaupt nicht, aber das wisst ihr auch, Rosendo Matteo macht keine langweiligen Düfte. Der Nummer 5er ist ja auch einer, den ich so feiere auf meinem Kanal. Ich sehe eine... Wie in so einer Glaskugel. Ich sehe eine Frau...
in den 40ern. Das Bild wird immer klarer. Ich sehe eine Agenturchefin, die diesen Duft trägt. Gut. Ich nenne sie... Der Name lautet... Oh Gott, mit den Namen tue ich mich heute wirklich schwer. Ja, tue ich auch. Wahrscheinlich kriegen wir das totale Name-Bashing unter das Video kommentiert. Eine Agenturchefin aus München, die ich Claudia nenne. Das passt. Claudia passt, oder? Ja. Claudia ist gut. Mitte 40. Sie macht sich nicht zum Dinner bereit. Das ist ihr Tagesduft. Und es steht gerade eine neue Modekollektion oder die neue Modesaison steht an mit Redaktionsbesuchen. Oh. Und Claudia hat sich schick gemacht. Claudia ist immer schick, klar. Denke ich auch. Also die Dame, die den Duft trägt, die ist immer schick. Heute ist sie besonders schick, weil sie hat einen Redaktionstermin. Gott, jetzt müsste man noch wissen, welche Redaktion in München sitzt. Alle Burda. Alle Burda, irgendwas von Burda, genau. Und dort wird sie eine Modekollektion, ja, Modeteile vorstellen, die ihre Agentur vermarktet. Sehr schön. Vielleicht, ich glaube, es ist so ein irgendwas mit teuren Materialien, irgendeine Luxusbrand, viel Kaschmir. Darauf steht sie. Aber Pailletten auch. Bisschen Pailletten, ja. Claudia trägt auch gerne Goldschmuck. Ich denke an Pailletten, weil ich finde, der hat auch was leicht Metallisches. Ähnlich wie der Nummer 5er. Der hat, ja. Ich glaube, das kommt von dem indolischen Jasmin und das lässt bei mir irgendwas glitzern vor Augen. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja. Schön. Schöner Duft. Mit Claudia würde ich mich gerne treffen. Ich mich auch. Okay. So, ich sehe schon eine E-Mail kommen von Hallo, ich bin Claudia, Agenturchefin aus München. Ja, gerne. Warum nicht? Eine Frau, die diesen Duft trägt, die kann nichts falsch machen, glaube ich. Okay, Leni, bist du bereit? Ja. Sorry, das bereit bin ich nicht, aber do it anyway. Okay, das ist spannend. Es schaut total billig aus vom Abfüllflakon, aber es könnte spannend sein. Die schauen doch alle billig aus. Nee, der schaut besonders billig aus. Okay. Oh, der ist aber und, schön. Ja, und man würde auch diese Marke nicht mit billig in Verbindung bringen. Es ist Louis Vuitton Afternoon. Afternoon Swim. Afternoon Swim. Ah, da muss ich jetzt, gestehen, den habe ich schon mal gerochen. Also der ist mir nicht komplett unbekannt. Mhm. Da habe ich schon mal ein bisschen, aber ich habe mir den in meine Box getan, weil ich ein ausführlicher Review zu dem noch ansteht. Louis Vuitton Afternoon Swim ist so schön. Der ist so wirklich schön. Oh Gott, ich rück schon immer näher an dich ran. Der ist wirklich gut. So ein ganz toller, ich würde sagen, Unisex-Sommerduft, aber wahrscheinlich fahren mehr Männer auf den ab. Der hat zwar auch eine Süße, der hat schöne Zitrik, der ist frisch, der irgendwie, ich meine, es liegt natürlich auch im Namen, aber ich sehe mich in den Pool springen. Und die Person, die ich mir jetzt da vorstellen würde, da würde ich jetzt allerdings einen Mann wählen. Und es ist für mich auch, also da sehe ich jetzt einen jungen Mann vor mir. Also vielleicht so einen 20-Jährigen oder so. Frage ist natürlich, ob sich der 20-Jährige schon Louis Vuitton-Düfte leisten kann, weil das ist nämlich auch einer aus der Privé-Kollektion. Okay, und die sind die preislich? Unverschämt teuer. Und die sind, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie preislich liegen, aber du kommst nicht unter 200 Euro weg, okay, glaube ich. Und das wäre an sich nicht so schlimm. Es gibt ja viele Düfte, die teuer sind, aber... Für gewöhnlich ist die Performance bei den Louis Vuitton-Düften auch nicht so gut. Gibt Ausnahmen, Hashtag Ombre Nomad, aber der ist auch leider schwach. Ja, der kommt am Anfang sehr strahlend, aber ich muss jetzt den Typen beschreiben. Also, ja, beschreib den Typen. Der Typ, okay, der Typ, das ist ein durchtrainierter, braungebrannter Mark, heißt der? Nee, nicht Mark, oh Gott, da denken jetzt alle Markgeber. Reverse. Der heißt Nick. So. Mhm. Und der ist braun gebrannt, weil der macht jetzt schon ein paar Monate Urlaub. Der hat nämlich super viel Geld. Und der hat gerade Semesterferien, es ist Sommer. Studiert er überhaupt? Oder ist er zu reich zum Studieren? Das ist natürlich auch die Frage. Mhm. Aber. Ein Rich Kid? Rich Kid sehe ich definitiv. Und genau, der verbringt. Die Hälfte des Tages verbringt er mit Sport machen in der Sonne. Vielleicht macht er so Kitesurfing oder so, das könnte ich mir gut vorstellen. Und die andere Hälfte des Tages verbringt er mit Feiern. Der würde sich gut mit meiner Nora verstehen.
Ja, mit der Cheyenne Nora. Wobei die Nora ist, glaube ich, ein bisschen zu... die Cheyenne, was sie gesagt hat. Ja, ja, ja. Die ist, glaube ich, ein bisschen zu... die mag den vielleicht nicht so, weißt du? Der ist hier vielleicht ein bisschen zu oberflächlich, der Typ. Aber der ist absolut verführerisch und der trägt diesen Afternoon Swim halt auch zu den Partys, die er abends mit seinen Kumpels macht. Und die Frauen fahren drauf ab. Der ist wunderschön und es ist einfach nur pures Sommerfeeling, ja. Ich habe keine Sorge in der Welt. Mhm. Ich bin einfach nur im Urlaub machen. Ich habe... Oh mein Gott, ich darf nicht jeden Gedanken aussprechen, der mir kommt. Ja. Ach, ich dachte, der Gedanke wird jetzt noch ausgesprochen. Okay. Nee, man muss auch Grenzen ziehen irgendwo. Mhm. Aber ich finde eben, der Nick ist einfach ist ein cooler Typ. Der hat vielleicht so, der hat braune Haare, aber durch die ganze Sonne sind die schon ein bisschen ausgebleicht. Ja, also nicht so lang wie ein Surferboy, aber auch nicht kurz. Was so mittendrin, ja, so ein bisschen... Wie sagt man da? Messy. So ein... Mhm. So ein Out-of-Bed-Look. Ja, genau. Mhm. So ist der. Ja. Wunderschön. Oh, der ist schön. Ja. Und das macht ihm nichts aus, den Duft nachzusprühen, weil der Duft ist relativ schwach, weil er kann sich's halt leisten, ja. Mhm. Toller Duft. Ja. Mit dem Mann hast du mich jetzt nicht so bekommen, aber... Siehst du wen anders? Nee, die Beschreibung ist schon gut, aber... Das fände ich jetzt nicht so ansprechend, einen 20-Jährigen, der nur Urlaub macht und keine Ziele im Leben hat. Kein Ehemann-Material, definitiv. Ah, der ist toll. Also der Duft ist toll, der Mann, gut beschrieben, aber ja. Der hat sowas, das Fruchtige, das finde ich echt, aber ja, egal. Nicht zu süß, ja. Ja. Immer noch frisch, prickelnd. Sehr schön. Abenteuerlich. Schöner genau. Duft. Gut. Schön beschrieben. Danke. Sie sieht den Flakon und ihr läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wir haben hier Tabakrose von BDK. Claudia würde den auch tragen. Definitiv. Am Anfang ein bisschen was Synthetisches, finde ich, oder irgendwas, was sehr noch in der Nase sticht. Aber man erkennt schon den Schatz, der dahinter schlummert. Ich glaube, das Synthetische kommt von der Rose. Okay. Das ist das, wo ich immer sage, diese Art von Rose ist nicht so meins. Ich finde, Rosen haben manchmal was wahnsinnig Synthetisches. Wenn es kein Absolut ist, dann... Aber was ist das... das Aber er riecht trotzdem super gut. Ja, irgendwie, was ist das Tiefe? Die Rose, die merke ich mehr im Kopf. Der Tabak wahrscheinlich. Der Tabak. Ja, ja, ich sehe es vor mir. Okay, und zwar ist das ein Duft, den... definitiv wieder eine Frau trägt, weil die Rose, die ist einfach zu, oder was immer es ist zu prägnant, glaube ich, als dass ein Mann sich für diesen Duft entscheiden würde. Es ist schon feminin. Aber, jetzt muss ich ein Aber hinterher schieben, durch die Tabaknote wird der sehr, sehr unique. Und es, ich weiß nicht, ob es Tabak ist oder vielleicht auch ein bisschen Leder. Ich rieche irgendwie... oder? Es hat so ein bisschen, finde ich, auch eine Ledernote. Ja, würde ich zustimmen. Deswegen ist meine Assoziation eine Claudias Schwester. Claudias Schwester hat reich geheiratet. Oh Gott, wir hauen hier die Klischees raus. Das Grauens. Okay, ich sehe Claudias Schwester. Nee, Claudias Schwester hat nicht geheiratet. Claudias Schwester hatte eine wahnsinnig gute Geschäftsidee in den 20ern. Irgendwas im Bereich Kosmetik, ich weiß es nicht so ganz genau, was wahnsinnig gut funktioniert hat und sie sehr viel Geld verdient hat. Mhm. Und Claudia ist schon, Claudias Schwester, die ich Brigitte nenne, genannt Gitti. Man merkt den... Das passt perfekt. ...den süddeutschen Einschlag. Das passt perfekt. Gitti ist schon ambitioniert und ehrgeizig und will schon auch was im Leben erreichen. Aber nachdem sie jetzt so erfolgreich ihr Business gegründet und verkauft hat. Sie ist Anfang 40, ja, Anfang 40, 42, will sie auch ein bisschen das Leben genießen. Deswegen hat sie sich überlegt, nach dem ganzen Corona-Wahnsinn, das können wir auch rauscutten, wenn es zu deprimierend ist. Nee, das kennen ja die schon von mir. Okay. nach dem ganzen Corona-Wahnsinn, dass sie eine Weltreise macht. Macht sie eine Kreuzfahrt?
Ich sehe die eher so in so einem Orient Express oder so, aha, mit ihrem Louis Vuitton passenden Lederset. Mhm. Wobei Louis Vuitton ist vielleicht fast schon ein bisschen zu trashig ist das falsche Wort, aber zu overstatement. Mhm. Die hat teure Sachen. Auf jeden Fall ein passendes Kofferset, wo alles zusammenpasst. Ah, vielleicht nicht. Ich sehe sie auch super gut in einem Cabrio mit so einem Tuch. Ja, das tut sie auch, weil ihre erste Etappe ist Sizilien. Oh. Mhm. Und da gönnt sie sich, genau, das ist die erste Etappe ihrer Weltreise. Sie hat im Luxushotel mit Blick aufs Meer eingecheckt und verbringt den Nachmittag, indem sie einfach mit einem roten Cabrio, einem Hermes-Seidentuch im Haar, mhm, durch die Gegend fährt und sich an den schönen Dingen des Lebens erfreut. Perfekte Beschreibung. Besser hätte ich es nicht sagen können. Mit das ist der Brigitte. Duft. Mit Brigitte. Mit Gitti. Mit Gitti. Super. Ja, schöner Duft. Mhm. Leni möchte euch jetzt die Person vorstellen, die Black Tie von Celine trägt. Mhm. Black Tie von Celine, das ist der Duft, wo mir so viele von euch schon ganz lange in den Ohren gelegen haben. Und ich gebe zu, auch den habe ich schon mal im Vorbeigehen geschnuppert. Mhm. Noch nicht intensiv reviewed. Das ist ein echt schöner Duft. Und der hat die Marke Celine zum ersten Mal so ins Rampenlicht gerückt, finde ich. Und das ist auch eine Privé-Marke. Die sind auch wahnsinnig teuer. Und der Black Tie ist ein schöner Duft. Ist sehr verführerisch, sexy. Ich sehe den an einer... Der ist unisex. Den könnten Männer wie Frauen tragen. Der ist gourmand, der ist smoky, der hat eine schöne Vanille, glaube ich. Mhm. Die riecht man bis hier. Ganz schöne Vanille. Also wenn ihr auf Vanilledüfte steht, das ist, würde ich sagen, zu 80% Vanille und ein bisschen Smoke. Und wirklich sehr edel. Vom Namen her, Black Tie, hätte ich mir gar nicht gedacht, dass der so riecht. Da hätte ich mir was Maskulineres, Wettbewerbsmäßiges irgendwie vorgestellt. Mhm. Weil Black Tie ist ja eigentlich, da denke ich eher an... Ich habe die Assoziation irgendwie Joe Cocker, you can leave your head on. Irgendwie so ein bisschen sexy. Ja. Bisschen Boudoir vielleicht. Ja, ja, genau, definitiv. Also der ist ein bisschen zu sexy für den Namen eigentlich. Und ja, ist echt schön, kann man nichts sagen. Ist sehr teuer und den gibt es auch nur bei der Marke an sich. So, aber ich soll ja eigentlich eine Person erfinden. Genau, okay. Welche Person trägt den? Okay, also den trägt... Jemand, der sexy ist wahrscheinlich. Ja, genau, aber ich überlege gerade. Aber schon jemand, der irgendwie älter ist, finde ich. Also mit älter... Ich muss mal so aufpassen, was ich jetzt sage. Also ich meine nicht jemand, der 20 ist, sondern jemand, der eher 45. Mhm. Und ich sage jetzt mal, ein Mann trägt den. Mhm. Also den trägt ein Schauspieler. Ein gut aussehender Schauspieler. Der ist nicht zu laut, was schön ist, weil oft diese Art von Düfte, die können auch wahnsinnig overpowering sein. Das ist der nicht, sondern der ist tatsächlich auch, der hat auch schon so ein bisschen, der ist zwar sexy, aber hat auch das Understatement von Black Tie, finde ich. Also nicht zu extrovertiert, laut oder nicht zu laut, genau. Einfach schön, der ist schon echt richtig schön. Das ist ein schöner Mann, ja. Wer fällt mir denn da ein? Schauspieler, da könnte ich mir jetzt eigentlich auch einen überlegen. So ein Mann, so um die 45, der so richtig gut aussieht. Ah, ich weiß. Kennt ihr die Serie Lucifer? Mhm. Der Hauptdarsteller, der trägt den. Mhm. Der trägt Black Tie von Celine. Könnt ihr mir vorstellen, Mensch, wie heißt der denn? Ich bin super schlecht in Schauspielern. Ich habe die Serie mal irgendwie 3 Episoden angeschaut und habe es gelassen, weil es war mir dann ein bisschen zu affig, aber der Typ... Ich wollte gerade sagen, das ist eine Serie, die meine 14-jährige Nichte schaut. Ja? Mhm. Ja, genau. Ich glaube, das ist vielleicht eher die Zielgruppe. Aber sagen wir mal so, dieser Typ, der ja den Teufel verkörpert, den Satan, aber auf eine sehr charmante, sehr raffinierte Art, das ist für mich der Mann, der Black Tie trägt. Der ist immer gut angezogen, so ein bisschen à la Barney Stinson. Der ist immer in Suit-Up-Modus. Das ist wirklich ein toller Duft. Okay. Mhm. Findest du ihn eher feminin oder eher maskulin?
Ich kann mir bei vielen Düften vorstellen, dass ich ihn trage, deswegen eher feminin. Nee, kann man so nicht sagen. Der hat aber die Vanille, die ist echt schön. Der hat so ein... Oh, da könnte ich mich wirklich reinlegen. Das ist ein toller Duft. Du, egal, ob den eine Frau oder ein Mann trägt, ich fände den, glaube ich, immer geil. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Immer geil. Sehr schön. Okay, so, jetzt sind wir durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich freue mich schon drauf, das Video zu schneiden. Das wird interessant. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Die Marie, die wird auch nochmal mit dabei sein bald. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und sagen ciao, ciao. Tschüss.